Hallo, ich wünsche euch einen schönen Nachmittag. Heute ist der neunte. Und dann wünsche ich euch einen schönen Osterfeiertag. Ich will jetzt mal zeigen, wie die Osterkalender. Einen habe ich ja schon gemacht, ein Video. Teil 1 oder Tag 1, warum so sagen, Tag 1. Ich habe mir dann so ein Stück gemacht selber in ein Bullet Journal und das reingetan. Ja, beginnen wir mit dem ersten Tag. Ich hoffe, dass ich das irgendwie richtig rum habe. Und ja, das ist ein Enten. Wo habe ich jetzt den Stempel? Ach hier, den habe ich verkehrt rum. So, hier ist jetzt Knisterer. Ich habe den verkehrt reingetan. Ja, den sieht man ja gar nicht. So, jetzt, das ist dieser Stempel. Und das ist Tag 1. Da habe ich ja schon ein Video gemacht, aber ich habe das jetzt alles so gemacht, vorher gearbeitet. Das geht für mich besser an dem Tag, wo ich den ersten Tag aus dem Kalender gemacht habe. Da habe ich mehrere Videos gemacht und lief gar nichts bei mir. Dann habe ich das jetzt so gemacht. Dann Tag 2. Mit die Mäuse. Mäuse. Wo sind die Mäuse? Ach ja. Das sind die Mäuse. Und ach, den Stempel habe ich jetzt ja gar nicht dabei liegen. Das ist von mir der eigene mit dem hier. Das ist von mir selber. Wie ich schon gesagt habe, den Osterkalender ist von Esther. Dann haben wir hier Tag 3. Das ist auch von mir die eigenen Stempel. Da ist nur das Unterteil, das ich bekommen habe. Das ist dieses. Da gibt es auch jetzt auch noch mehrere, kann man sich auch noch dazu bestellen. Das ist also Tag 3. Ich bin ja so schön mit Chlor, mit aus Malen und so. Muss dann noch vieles lernen. Dann haben wir hier Tag 4. Das ist mit diesem Stempels. So. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Das ist diese. Da haben wir Tag 5. Kann man als Geburtstagskarte machen. Ups. Ach ja, das Stempel. Klärstempel Studio Light. Ja. Dann kann man schön als Glückwunschkarte machen. Dann habe ich Tag 6, das Seepferdchen. Ich habe aber nur das Seepferdchen genommen. Dann die Muschel habe ich jetzt nicht dazu gemacht. Da müsste ich mehrere Karten machen davon. Aber die Schrift ist hier.
Okay. Dann haben wir hier Tag 7. Das ist Tag 7. Das ist, da habe ich das auch mit die Schriftstempel genommen hier. Diese hier. Und das ist dieses. Denken wir, das ist so eine Art wie Eule ist, ne? Und da habe ich das hier genommen. Ja, das ist dann Tag 7. Dann haben wir Tag 8. Naja, es ist nicht so gut. Ich habe auf so Hintergrund mal gemacht und da habe ich nun die Stempels da drauf gemacht. Aber man kann es doch ganz gut erkennen. Ich weiß nicht, ob man das hier in dem Video sieht. Und naja, ich denke mal, das Rot passt nicht so gut dazu. Das sind diese. Da gibt es auch noch andere dazu, die man nachträglich mal bestellen kann. Das ist auch von Marianne Design. Dann haben wir Tag 9, die Teekanne oder Kaffeekanne. Ich habe jetzt mit der Hand schreiben können, mit Kaffee oder Tee trinken oder so, aber ich habe nicht so einen Stempel dazu. Ich habe bei Esther gesehen, dass eine so einen Stempel hat. Okay. Ach ja, ist es. Das sind die Stempels. Ich habe die hochgestapelte gar nicht genommen. Ich habe die untersten, oh, das sieht man gar nicht. Diese Reihe genommen. Ja, es ist nicht so geworden mit den Farben. Ich wollte andere Farben nehmen, aber ich habe davon noch nicht so viel. Ich habe ja auch vieles mit SO-Stifte gearbeitet und Stempels von Esther, Stempelkissen, einige, auch von SO-Stempels, Stifte von Esther und ein Teil von SO-Stifte, die ich hatte, von allen was. Ich habe es jetzt aber nicht hier liegen. So, das ist Tag 9 und dann haben wir Tag 10. Das war dieses hier. Das sind die zwei. Die Rückseite ist nichts. Und das sind die Zitronen. Und diese. Ja, und dann habe ich das so gemacht. Ich hoffe, dass ich mir das auch reinkriege. Also ich muss sagen, ich bin nicht so, ich muss echt noch viel lernen und die Farben, mit den Farben und so. Und dann haben wir Tag 11, der ist heute. Morgen haben wir noch einen, den zeige ich noch nie. Dann ist das noch gemacht. Das ist diese. Das sieht so süß aus. Ich habe aber sich keine Farbe hier reingemacht irgendwie. Ich dachte so im Hintergrund mit Grün, das reicht. So. Und morgen kommt dann den Morning. Morgen kommt noch eins und das zeige ich dann morgen. Das war's erst einmal im Kurzlauf. Ich habe das dann
alles in ein Büchlein. Und ich wollte einfach so schon voriges Jahr mit die Weihnachtskalender das auch mit reinmachen, aber habe ich nun doch nie gemacht. Könnt ihr das ja noch nachträglich reinmachen, aber ich habe jetzt noch nicht bekommen, ja, mit 2023. Und dann mache ich jetzt erstmal noch für dieses Jahr, alles was für dieses Jahr kommt, noch hier rein. Und was ich dann noch kriege, mal sehen. Es ist ja noch ein Paket unterwegs mit Stifter und so einige Sachen. Ich glaube, Stempel. Ich weiß jetzt aber gar nicht mehr, was alles dabei ist. Ich werde mal sehen. Ach ja, ich habe noch was vergessen. Das hier habe ich ja auch noch dazu genommen hier. Das gehört dann noch dazu. Das habe ich vergessen. Ich habe ja, normalerweise haben wir ja noch als Geschenk noch was dazu bekommen. Aber ich gar nicht dran gedacht und vergessen, dass ich damit noch eine Karte machen wollte. Das sind die Stanzen dazu. Naja, das ist gut so. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das hier gezeigt habe. Vom Tag 1. Habe ich das auch gezeigt mit den Stempeln? Das ist diese. Ja. So. Ich hätte noch vieles dazu nehmen können. Ich habe ja noch vieles da für Ostern. Aber das reicht. Das geht ja darum, um den Osterkalender von Esther. Das sind 12 Tage und morgen haben wir den letzten Tag. So, da kommt dann morgen den letzten Tag. Mein kurzes Video. Ich mache das schon lieber vor, davor. Bei dem ersten Tag ist mir es nicht so gelungen. Sorry. Und ich muss da für mich sein. Nämlich, dass die Teekanne oder Kaffeekanne, da habe ich auch lange gebraucht. Ich musste mal wieder neu machen. Und ist nicht geworden. Und die Farben wollte ich auch ein bisschen anders. Ein bisschen leuchter, helle Farben, fröhliche Farben nehmen. Aber ja, es klappt nicht so. Okay, da kommen wir ja nochmal so durchblättern. Das war's erst einmal. Und ich muss jetzt noch ein Video machen für Riolis zum Kreuzstecken. Weil einige, die das machen, stecken, beginnen heute oder morgen. Mal sehen, ob ich das heute noch hinkriege, werde ich das Video noch machen. Dann habe ich ja noch ein Objekt mehr, aber es ist was Kleines. Dann wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag oder besser gesagt Abend. Wir haben schon 6 Uhr abends, also 18 Uhr. Und ja, dann nochmals feine Ostertage. Schönes Wetter haben wir. Zum Glück. Ich hoffe, dass es morgen auch nochmal schön ist. Okay, mach's gut und tschüss.